CB500F, das schärfste Update seit Bestehen der Serie und vor allem viele kleine Nachbesserungen. Ist sie nun wirklich die beste ihrer Art? Sind manche Updates vielleicht sinnlos? Und vor allem, wie fährt sie in Schottland? Das und mehr nach dem Intro. Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist Motochecker, eure Motorradvergleichsplattform im Internet. Und heute muss ich sagen, sitze ich für euch in Schottland auf der CB500F. Und es ist ein Motorrad, was viele Updates bekommen hat. Und ich hätte gesagt, bevor ich mit den ganzen kleinen Details anfange, fangen wir mal mit dem größten Teil an. Mit dem Euro 5 konformen reinen Zweizylinder mit 47,6 PS und 43 Newtonmeter. Dieser Motor ist perfekt A2-tauglich. Alle 500er Honda sind A2-tauglich und damit auch auf einem guten Weg. Wichtig, Freunde, der Motor braucht Drehzahl, um viel Spaß zu bereiten. Er braucht ja einfach Drehzahl. Gib ihm Drehzahl und es macht Spaß und er frötzelt auch. Das ist das Funny eigentlich dran. Trotz Euro 5 haben sie es geschafft, einen interessanten Klang hinzubekommen. Auch wenn ich ehrlich bin, wenn man den Motor, also den Auspuff ausräumen wird, wird da so viel rausgehen, weil man hört richtig, wie es frötzelt und dann der Auspuff sozusagen das wieder ein bisschen abdämpft. Ist aber ziemlich nice und macht große Freude. Was mich auch schwer schockiert hat, war der Verbrauch. Nur 3,5 Liter auf 100 Kilometer, das ist einmal gar nichts. Klar, wir fahren hier nicht super schnell, wir fahren jetzt hier nicht super im Grenzbereich vom Motorrad, aber das hat mich eigentlich überrascht, dass es doch so wenig war. Der Motor ist aber grundsätzlich viel spritziger als der von der Rebel. Man merkt den Generationenunterschied extrem. Es ist aber noch immer ein sehr braves Aggregat, was in vielen Fällen einfach den Einstieg ins Motorrad erleichtert und vor allem das Alltagfahren mit dem Motorrad viel einfacher und lustiger macht. Und natürlich für alle A2-Piloten ist das die perfekte Waffe, wenn es durch den Alltag gehen soll, wenn es sportlich gehen soll. Das ist, finde ich, von allen 500ern das bestgelungene Bike, das am ausgewogensten ist von allen. Springen wir zum Fahrwerk, denn das Fahrwerk ist komplett geupdatet worden, beziehungsweise die Gabel ist komplett abgedatet worden, das Federbein leider nicht. Wir haben nun eine Showa Big Piston Gabel vorne bekommen aus der 600er Serie, aus der 650er Serie und das war ein riesen Step Up. Wenn man das konventionelle Fahrwerk von der Vergangenheit kennt, dann merkt man einfach klar, wie sich die vordere Position massiv verändert hat vom Motorrad und man einfach mehr Spaß am Fahren hat, weil es stabiler läuft, weil es die Grenzbereiche erweitert und vor allem, was mir wichtig ist, das stabile neutrale Fahren der F500 optimiert. Denn klar ist eins, die Sitzposition auf ihr ist neutral gehalten. Wir sind etwas über den Lenker, aber nicht wirklich stark und dadurch auch langstreckentauglich. Ich finde, sie ist auf dem Level der X von der Langstreckentauglichkeit. Bei der Sitzposition haben wir leider ein Problem. Ich habe mit meinen großen 46er Schuhen kaum Platz auf ihr, damit ich meine Füße auf der rechten Seite sportlich platziere, weil dort blockiert mich der Auspuff. Das war auch bei der alten Serie so, ist leider noch immer ein ziemlicher Mankopunkt für mich. Gerade für Menschen mit großen Füßen kann das schon richtig störend sein. 785 mm ist dann auch keine hohe Sitzhöhe. Damit kommt auch wirklich jeder runter und kann Spaß haben mit dem Motorrad. Einzig das Gewicht mit 189 Kilo vollgetankt überrascht dann doch ein bisschen. Es ist ein schweres Motorrad. Es ist jetzt nicht super leicht. Es ist aber trotzdem noch immer in Ordnung und im Rahmen. Das schöne Punkt ist, dass es halt als voll angegeben wurde und nicht als trocken, sondern hier ist das ehrliche Gewicht drin und das finde ich auch gut. Ganz ehrlich, Schwachstelle Fahrwerk kann man nicht sagen, denn das alte Fahrwerk war auf einem irrsinnig hohen Level und war höchstens in Grenzbereichen wirklich überfordert, wenn man hohe Geschwindigkeiten und hohe Schräglagen kombiniert hat. Jetzt ist es bei der Gabel komplett behoben worden, das 650er Fahrwerk ist super für die Straße, das wirst du nicht überfordern, gerade mit der Leistung funktioniert. Die Schwachstelle bleibt das Federbein, da hätten sie auch noch mitziehen können und das bessere Federbein reingeben können. Aber you get what you pay for und das kommen wir gleich im Fazit dazu. Aber ich hätte gesagt, bevor wir dahin springen, erstmal der Walkaround. So Freunde, bereit für den Walkaround. Gehen wir einmal rum und ich zeige euch mal das Motorrad im Detail. Aber eins sei mal dazu gesagt, schaut mal, da hinten ist ein wunderschöner Regenbogen. Sogar zwei wunderschöne Regenbogen in Schottland, ein Wahnsinn. Wir haben grundsätzlich mal hier die zwei Bremsscheiben bekommen von Nissin. Wesentlich besser als die alten Bremsen und ganz ehrlich, ihr seht auch den Reifen hier vorne drauf. Wir sind gestern noch in den Regen gefahren. Das war richtig stark. Das ist ein Michelin-Reifen, soweit ich das sehe. Ein Michelin
Road 5 ist das. Wahnsinn, der Reifen hat wirklich gut gehalten im Regen. Es war eine echte Freude gestern. Wir haben natürlich hier auch wieder die Showa-Gabel bekommen, aber wir haben leider noch immer hier das alte Federbein. Aber die Showa-Gabel macht es optisch auf jeden Fall ansprechender als im Vergleich zur Vorgängerin. Auch wir haben hier unseren starken Euro 5 Motor, den wir auf alle Fälle in jeder Situation lieben werden, weil es einfach ein unfassbar starker Alltagsmotor ist, mit dem er viel Freude haben kann. Auch spannend finde ich unser reinen Zweizylinder. Hier die zwei schönen Rohre raus. Der Cut ist hier unten schön versteckt worden, ohne viel Drama. Und dann haben wir natürlich noch den Auspuff. Beim Auspuff muss ich euch das sagen, der klingt richtig gut eigentlich. Ich habe es euch eh schon beim Motor gesagt. Sieht aber leider optisch nicht so fantastisch aus. Ich frage mich, was da Aftermarkt-Zubehörhersteller, Auspuffhersteller noch rausholen können, weil ich glaube, da geht noch einiges. Dann haben wir natürlich hier oben, hier bei der Silhouette haben wir hier jetzt noch ein zusätzliches Windschild. Das macht die so ein bisschen böser. Ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an die Hornet-mäßig. Das Windschild sieht aber gut aus, schützt aber nicht wirklich vom Wind. Ist jetzt nicht super krasser Windschutz. Das Bostler-Moped haben wir natürlich auch mit der Farbe bekommen. Schön ist dafür hier diese Struktur, die wir bekommen haben, diesen Carbon-Look, den wir teilweise hier im Fahrzeug drinnen haben. Ich kann mal ranzoomen nochmal. Der ist auch ziemlich cool. Und auch ziemlich cool ist das neue Licht, was bei Honda nun serienmäßig verbaut ist. Was früher den anderen vorbehalten war, jetzt leuchtet das Motorrad komplett. Also oben und unten leuchtet es und auch nochmal die Blinker leuchten. Das geht direkt richtig ab. Und ja, es hat gerade mal ein bisschen zu Regen angefangen. Das gehört zu Schottland irgendwie dazu. Auch spannend, wir haben natürlich auch hier wieder die neue Schwinge bekommen, die auch wieder ein bisschen leichter ist. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Bremshebel einstellbar ist. Der Kupplungshebel ist aber nicht einstellbar. Schade eigentlich. Und dann haben wir natürlich hier hinten noch unser wunderschönes Heck. An sich gut gelungen, das Motorrad. Und auf jeden Fall ein Blick wert. Die Sitzhöhe bzw. der Kniewinkel, über den sprechen wir jetzt im Fazit. Und da hüpfen wir direkt hin. Ebenfalls geupdatet und das mit einem riesengroßen Grinser sind die Bremsen. Wir haben nun eine Zweischeibenbremsanlage vorne, die super ankert, die schärfer ankert als zuvor. Und auch einen Kritikpunkt meiner alten Geschichte definitiv behebt und ich kein Problem mehr mit ihr habe. Ich liebe diese Bremse, einzig die Bremspumpe ist auch hier wieder die alte geblieben und dadurch nicht ganz so toll wie von der 600er Serie. Was aber in der Klasse auf jeden Fall geil ist, einstellbarer Bremshebel, einstellbarer Kupplungshebel und die Kupplung ist auch super easy bedienbar. Eine coole letzte Neuerung ist dann noch, dass wir jetzt volle Lichtausstattung haben. Also großer Scheinwerfer, Blinker, alles voll. Das leuchtet wie ein Christbaum und sieht optisch super aus. Die F ist auf jeden Fall für mich im Fazit ein unfassbar interessantes Motorrad. Denn um den Preis muss man ganz klar sagen, 6.690 Euro in Österreich und 6.420 Euro in Deutschland. Wirklich günstig mit allem, was man ausgestattet braucht. Und ganz ehrlich, es wäre ein Motorrad, mit dem du dein ganzes Leben lang glücklich sein kannst, was ergiebig ist, was viel Zeit nimmt und was einfach gut funktioniert. Bei den Details am Rande bleibt noch eins zu erwähnen, ist, das ist das Display-Element. Das ist noch immer das alte, was alle Funktionen erfüllt. Ganganzeige, Licht, Drehzahlanzeige, alles ist dabei. Das braucht es auch. Es ist leider nicht ganz so gut ablesbar, wie man sich das vielleicht wünscht in manchen Situationen. Gerade Gegenlicht. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage. CB500F Probefahren? Ja oder nein? Ich kann sie euch definitiv empfehlen, weil sie von den 500ern meine Favoritin war. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!